Homeoffice, also das Arbeiten zu Hause statt im Büro, ist seit dem ersten Lockdown in aller Munde und wird auch viel genutzt. Dass es hier zu erwarteten, aber auch zu teil unerwarteten Energieverbräuchen kommt, das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Wo und wie wir hier auch sparen können, das sehen wir uns an. Silvia Aschenberger arbeitet seit gut einem Jahr im Homeoffice. Die Marketing-Mitarbeiterin eines großen Salzburger Unternehmens arbeitet vom Wohnzimmer aus und versucht, ihren Arbeitsplatz so praktisch und angenehm, aber auch so energieeffizient wie möglich zu gestalten. Besonders wichtig sind für mich natürlich ein ordentlicher PC, der gut funktioniert. Ein zweiter Monitor ist auch ganz wesentlich. Und natürlich, weil ich sehr viel im Internet verschiedenste Programme habe, in Cloud-Lösungen und Co., ist natürlich auch die Internetverbindung sehr, sehr wesentlich. Also wie es der Name schon sagt, Homeoffice, man verlagert einen Teil der Arbeit aus dem Büro nach Hause und somit verlagert man natürlich einen Teil des Energieverbrauches nach Hause. Das ist einerseits der Stromverbrauch direkt für diese Bürogeräte, die jetzt zu Hause laufen, aber ein weiterer Energieverbrauch für Dinge, die man dann nutzt, wenn man eben zu Hause ist. Also bei den Bürogeräten ist es nun mal so, dass ein Laptop gegenüber einem Computer mit Monitor immer sparsamer ist. Man muss aber auch wissen, hat man einen Laptop mit externem Monitor, und sowas kann durchaus notwendig sein, verbraucht halt dieser Monitor auch wieder zusätzlich Strom. Und als Faustformel, je größer der Monitor, umso höher sein Verbrauch. Und daher muss man sich einfach überlegen, was brauche ich denn wirklich? Also ich achte natürlich beim Sparen darauf, dass ich sparsame Geräte habe, dann, dass ich es natürlich immer ausschalte während der Nacht. Ich habe auch eine Steckerleiste mit Kippschalter, wo man die Stromzufuhr unterbinden kann. Und natürlich auch den Monitor in einen Ruhezustand in der Mittagspause. Also nicht den Bildschirmschoner, weil der verbraucht ja auch Energie, sondern den Ruhemodus. Durch die Verlagerung der Arbeit nach Hause ergeben sich aber auch zusätzliche Energiefresser, die mit dem Homeoffice an sich nicht unmittelbar etwas zu tun haben. Gestern haben wir die Stromabrechnung bekommen, also jetzt für das letzte Jahr. Und in unserem Haushalt war schon um 6%, dass der Stromverbrauch gestiegen ist. Natürlich ganz wesentlich ist der Stromverbrauch jetzt mit dem PC, mit dem Laptop, weil die natürlich da jetzt dranhängen. Da natürlich die Beleuchtung ist auch wesentlich. Im Grunde kann ich so auch machen, indem ich das Tageslicht ausnutze, weil ja der Arbeitsplatz richtig zum Fenster gestellt ist, dass ich jetzt nicht immer das Licht einschalten muss. Wenn man sagt, beim Stromverbrauch kann es bis zu ca. 10% Mehrverbrauch sein, also wenn man bisher Stromrechnung gehabt hat von 700 Euro im Jahr, sind das 70 Euro mehr. Wenn man Strom und Wärme gemeinsam anschaut, können das an das 20% mehr sein. Man ist mehr zu Hause. Der Warmwasserverbrauch steigt plötzlich. Wenn man öfter zu Hause duscht oder badet, umso wichtiger ist das Duschen vor dem Baden. Und was auch ganz interessant ist, man ist zu Hause, man muss was essen. Also das Zuhause kochen braucht auch wieder Energie, Strom. Daher muss man auch da mit einem Mehrverbrauch rechnen und das schmutzige Geschirr gehört gewaschen. Sprich, man hat also aus der Ecke natürlich auch einen kleinen Mehrverbrauch. Also all diese Dinge sind dann einfach, die da mit einspülen, dass der Energieverbrauch zu Hause steigt. Auch wenn man sich im Homeoffice zum Beispiel Arbeitswege erspart, steigt der Stromverbrauch. Unser Energieexperte hat hier noch einige wichtige Tipps. Also wenn man eine Photovoltaik zu Hause in Verwendung hat, hat man das Glück, jetzt kann man mehr von dem Strom direkt nutzen. Ist ein Vorteil. Es ist so, bei der IT-Ausstattung sollte man wirklich überlegen, was brauche ich wirklich? Und was von diesen Zusatzgeräten, Drucker, Fax, Scanner, wenn man sie braucht, nur dann einschalten, wenn man sie ja wirklich verwendet, dann wieder ausschalten. Wenn es möglich ist, Internet braucht man, sie mit einem Kabelanschluss das Internet zu verwenden und nicht mit WLAN, dann kann man sie den Router sparen. Nachdem man mehr zu Hause ist, ist natürlich Licht auch mehr gebraucht. Umso wichtiger sind jetzt die LEDs, die zu verwenden und einzusetzen. Und heizen ja, weil es wird sonst kalt, aber nicht überheizen. Erstens macht es müde, zweitens treibt es den Verbrauch nach oben. Und natürlich Dinge, die sonst auch gelten. Stoßlüften statt Kippen ist ein Thema, Zugluft vermeiden ist ein Thema. Also all diese Dinge, die man sonst auch macht, sollte man auch da beherzigen. Wenn Sie sich für Infos rund um die Themen Energiesparen und Energieeffizienz interessieren, klicken Sie doch einfach auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.